Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir stehen für zukunftssichere Mobilität, kluge Infrastrukturpolitik. Einzelplan 12 bleibt der größte Investitionshaushalt, trotz der notwendigen Haushaltskonsolidierung. Die Opposition tut hier, als ob die Koalition nichts tun würde, aber es ist leider das Gegenteil der Fall. Kollege Kaas hat die vielen internationalen Verpflichtungen angesprochen. Nur wer hat die denn unterschrieben? Wer hat die vielen Verpflichtungen eingegangen? Die große Anzahl war Herr Stolpe, Herr Tiefensee, ohne solide Finanzierung. Den Investitionsstau, den Sie beklagen, den arbeiten wir jetzt ab, lieber Kollege Kaas. Wir bekennen uns klipp und klar zur Notwendigkeit, Infrastruktur auszubauen. Wir haben den Haushalt um 750 Millionen Euro aufgestockt. Das ist ein großer Erfolg von Bundesminister Ramsauer, von den Verkehrspolitikern der Koalition. Lieber Kollege Barthol, hier werden Märchen erzählt über den Verkauf von Wohnungen. In Berlin verkauft doch gerade der Senat auch Wohnungen. Wer regiert denn das? Ist die SPD. Also insofern, das ist doch alles nicht glaubwürdig, was da kommt von der SPD. Wir werden von den 750 Millionen einen besonders hohen Anteil den Wasserstraßen zur Verfügung stellen. Das ist auch gut und richtig. Ich glaube auch, dass gerade die Moselschleusen beispielsweise dringend Investitionen brauchen. Und es gibt hier in der Tat einen großen Unterschied zwischen unserer Politik und Ihrer Politik. Sie fordern auf der einen Seite immer mehr Ausgaben. Und jetzt werfen Sie uns Wahlgeschenke vor, wenn wir mehr investieren. Da muss die SPD sich jetzt schon unterscheiden. Will sie mehr Investitionen oder sind es Wahlgeschenke? Eins von beiden muss ja richtig sein. 11 Minuten haben wir jetzt zugehört, lieber Kollege Barthol, da habe ich keine einzige Idee von der SPD gehört. Die Bilanz der Koalition ist gut. Wir haben unseren Vertrag solide abgearbeitet. Die verschleppte Reform der Wasser- und Schifffahrtsreform, immer wieder der Bundesrechnungshof darauf hingewiesen, die haben wir angegangen. Das maritime Bündnis wieder zukunftsfest gemacht. Kollegen Rehberg, Winterstein, Kollege Staffelt haben sich hier besonders für eingesetzt. Das Eisenbahnregulierungsgesetz in Gang gebracht. Wettbewerb auf der Schiene gestärkt. Den Schienenbonus, 11 Jahre nichts passiert unter SPD. Wir tun etwas für den Lärmschutz, auch den Einstieg in den lärmabhängigen Trassenpreisen. Wir haben begleitetes Fahren mit 17 herangebracht, den Finanzierungskreislauf Straße, das Mautmoratorium, Verlässlichkeit letzten Endes für das Gewerbe geschaffen. Wir gehen jetzt an die überfällige Reform des Verkehrszentralregisters. Wir haben es geschafft, dass die Liberalisierung des Fernbusverkehrs angestoßen wird. Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, dieser Koalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Entscheidend ist doch, was will denn auch die Opposition? Wir haben im Haushaltsverfahren, fordern Sie immer mehr Geld, das haben wir ja gerade gesagt, wir haben sehr viel angegangen. Die Kollegen von SPD und Grünen haben zusammen 6,5 Milliarden Mehrausgaben vorgeschlagen, nur im Einzelplan 12 6,5 Milliarden Mehrausgaben und keinen einzigen Einsparvorschlag im Einzelplan 12. Das hat doch wirklich nichts zu tun, das kann man nachrechnen, kann man nachlesen, keinen einzigen Einsparvorschlag. Sie fordern die Erhöhung der Kfz-Steuer, die Einführung einer Logistikabgabe, einer City-Maut. Die Grünen wollen alle Steuern erhöhen, eine Abzocke besonders gleiche. Und sie wollen immer weiter regulieren, überregulieren. City-Maut, Pkw-Maut, andere Punkte, flächendeckend, Tempo-30-Zone, Maut für alle, Regularitis. Das ist Ihre Politik. Wir stehen für Mobilität, und das ist der Unterschied zu Ihnen, liebe Freunde. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sollten die Protokollführer auch nicht überfordern. Genau. Also mehr als 30 Zwischenrufe gleichzeitig werden im Protokoll nicht namentlich wiederzufinden sein. Herr Kollege, bitteschön. Wichtiger Hinweis an Kollegen Kaas. Der muss nämlich das mit den 6,5 Millionen, wir können es gerne nachher noch mal zusammen durchgehen, das sind leider Ihre Anträge der Verkehrspolitiker von Grünen und von SPD, zusammen 6,5 Millionen. Da kommen Sie jetzt nicht raus. Sie wollen noch zusammen regieren. Das sind 6,5 Millionen eben ein bisschen viel. Wir haben die Infrastrukturmittel erhöht, solide gegenfinanziert. Wir wollen auch die nicht bundeseigenen Eisenbahnen stärker fördern. Das ist ein wichtiger Punkt unserer Koalition. Das ist eben der Unterschied zu Ihnen, die nur hemmungslos Geld ausgeben wollen, das Sie nicht haben. Wir machen Haushaltskonsolidierung, zukunftssichere Mobilität, kluge Infrastrukturpolitik, solide gegenfinanziert. Und das ist der Gegensatz zu Ihnen. Und deswegen regieren wir, und das wird auch noch so bleiben. Vielen Dank.
Heidrun Blum ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.